Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Fantastischer Sonnenuntergang, ganz fantastisch. Und heute gibt es einen Supermond. Einen blauen Mond, einen Supermond, den Störmond, wie auch immer der heißt. Die höchste, beste auf. Also die größte Sache wäre jetzt in ein paar Minuten zu sehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn schon sehen können. Aber immerhin haben wir die Sonne gesehen. Ich gehe noch mal ganz groß rein, weil es einfach so toll aussieht, oder? Wow, 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 ist das schön. Rindchen freut sich natürlich, klar. Noch einen zweiten Spaziergang heute. Wir suchen den Mond, der noch nicht da ist. Ich bleibe jetzt natürlich nicht 100 Jahre hier stehen und warte auf den Mond. So ist das jetzt nicht. Aber ich zeige euch nochmal den Himmel. Da hinten ist die Sonne gerade schön untergegangen. Das haben wir sehen können. Wir stehen jetzt sogar unter den Weiden, da unter der Weide. Machen gar kein Gehampel. Ich habe vergessen, meinen Rucksack mitzunehmen. Ich habe keine Unterlage, sonst würden wir uns einfach da an den Wegesrand setzen. Na, mal gucken, ich setze mich vielleicht auf meine Jacke. Geht auch. Ja, der Mond müsste heute besonders groß sein, da er der Erde sehr, sehr nah ist. Er ist heute nicht am allernähesten. Das ist er erst in ein paar Tagen. Aber er muss, wenn er da ist, müsste er toll sein. Und da wir hier gute Sicht haben, ein bisschen diesig ist es zwar, aber naja, wir warten es mal ab. Wir haben jetzt Zeit. Kann schlecht gehen, aber was macht man nicht alles, gell? Oh, es tut mir leid. Ich laufe drauf, weil du mich einkesselst. Tut mir leid. War gar keine Absicht. Ja, ich bin mir nicht sicher, wann der Mond wohl aufgeht, wann wir den wohl sehen können. Wir sitzen hier einfach am Wegesrand. Ich habe mir die Jacke drunter gelegt. Es ist ja nicht nass, es geht. Ja, wenn da steht um 20.36 Uhr ist die beste Position, um den Mond zu sehen, dann gehe ich heraus und gehe davon aus, dass man ihn sieht. Okay, es ist noch nicht zu sehen. Ich bin auch nicht sicher, ob wir was sehen heute noch. Wir bleiben einfach noch ein bisschen sitzen hier und sie muss Gras fressen. Alles gut. Wunderbare Stimmung hier, die ganz ruhig und friedlich. Ein paar Kinder fuhren gerade hierher, ein paar Jungs, ein dicker alter Trecker fuhr daher. Da geht einer über Land, ich weiß nicht, wo er hin will. Da hinten sind die Kühe. Friedlich, alles friedlich hier. Sehr, sehr schön. Ich habe gedacht, von hier aus, wenn der Mond dann irgendwann kommen würde, falls, dann würde ich ihn von hier aus vielleicht am besten sehen können. Ne? So die Überlegung. Ich bleibe natürlich jetzt nicht 500 Jahre hier sitzen, das tun wir nicht. Da haben wir ihn, da haben wir ihn, da haben wir ihn. Ich habe ihn. Ist das ein Blutmond? Ja, das ist ein Blutmond. Wo der blau sein soll, weiß ich noch nicht genau. Also es ist Freihand sehr, sehr schwierig. Aber ich versuche es zu zeigen, gell? Ich versuche es zu zeigen. Guck mal, da drunter ist der Kirchturm. Von Langenberg. Mit der Filmerei wird schwierig, aber vielleicht kann man es doch den Eindruck ein bisschen euch mitbringen. Sie sieht schon toll aus, aber so groß, wie ich ihn dachte, ist er doch nicht. Naja, immerhin, gell? So, ich versuche nochmal mit der Filmerei. Aber ihr könnt schon hoffentlich erkennen, ne? Es ist nur schwierig. Es ist sehr schwierig aus der freien Hand. Mit Stativ wäre das natürlich, aber das ist mir, der Aufwand ist mir zu groß. Ja, wir sind jetzt auf einer ganz neuen Straße. Ich muss mal gucken, wo ich rauskomme. So, ich filme noch das letzte Mal. Ich bin jetzt auf dem Heimweg. Ich habe einen großen Bogen geschlagen. Ich glaube, vielleicht haben wir jetzt Glück und können den Mond jetzt gut erkennen. Ich hoffe es ja.
Wir sind jetzt schon hier in Batenhorst und sind auf dem Heimweg. Das war ein schöner Ausflug heute. Dienstagmorgen. Ich stehe vor meiner Haustür. Ihr hört leider gleich Autos. Ich bin total spät aufgestanden und die Sonne ist so wunderbar heute. Ich habe total verschlafen. Aber ist nicht schlimm. Aber das wollte ich euch kurz sagen. Guten Morgen nochmal. Da hinten diese kleine Baumreihe, da ist eine Straße. Da sind wir gestern dem Mond hinterhergefahren. Darum. Ganz riesengroßen Bogen haben wir gestern gemacht. Wir sind jetzt hier in der alten Hunderunde nochmal unterwegs. Und es ist schon ganz spät, es ist 8:30. Ich habe lange geschlafen. Ich habe abends den Film noch fertig gemacht. Und ach, ich glaube, da kommt jemand. Da müssen wir eben aufpassen. So, ich glaube, da kommen Leute. Moment. Der Plan ist heute so, wir gehen jetzt diesen Weg, der ist nämlich im Schatten, das ist der Hauptgrund, und gehen dann bis in den Wald und setzen uns da einen Moment hin und dann ist es das für heute. Guckt euch das an. Die sind schon leuchtend rot, die Beeren hier. Beim letzten Mal, schon eine Weile her, waren sie noch ganz hell. Ja, auch diese Beeren sind jetzt leuchtend rot schon. Und der Strauch. Und hier hängen ganz viele Pflaumen. Aber da ist ein Graben zwischen. Warte mal, ich gehe mal eben raus. Moment. Einen Moment. Die pflückt keiner. Die verkommen einfach so. Ist schade, ne? Ist immer schade. So, wir sind wieder hier auf diesem Weg, wo links und rechts auch Wald ist. Und wir, da hinten geradeaus, rechts, hinten, ist dieser Waldkindergarten. Aber ich glaube, das sind ja noch Schulferien hier bei uns, die gehen ja noch bis morgen, soweit ich weiß. Wir haben heute erst Dienstag. Und deswegen habe ich gedacht, ist das heute nochmal die gute Gelegenheit, nochmal hier diesen Weg zu gehen. Normalerweise wären da wahrscheinlich jetzt um die Zeit längst Kinder, weil wir sind ja heute zu spät. Aber egal, wir versuchen uns mal gleich irgendwo ein bisschen im Wald zu setzen, um ein bisschen noch auszuruhen und zu entspannen. Oh ja, die Sonne wird warm. Heute soll es auch wieder ein schöner, warmer Tag werden. Nicht so heiß. Ich glaube, es ist 25, 26 Grad, aber naja, hier im Schatten geht es jetzt gerade. Schön angenehm. Wir haben Glück, es ist noch ganz ruhig hier. Keine Leute, alles gut. Wir sitzen jetzt hier in dem Wald. Die Moose blühen, die Sonne kommt so leicht durch das Blätterdach. Und da haben wir schon wieder einen Hund, der meckern ist, der keine Ruhe hat. Könntest du ein bisschen Pause machen? Petra kann nämlich heute nicht mehr. Ich bin ziemlich am Ende, ja? Schlepp mich nur wegen dir raus, Fräulein. Nicht drängeln. Nicht drängeln. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich habe Kraft für drei, ne? Ich weiß, aber ich kann es nicht ändern, Spatz. Ich kann es nicht ändern. Du musst ein bisschen Geduld haben mit mir. Da ist alles so schön schon vorbereitet, denke ich mir, dass die Kinder bald wieder drin spielen können. Das ist schon toll hier, ne? Wenn man so eine Möglichkeit hat mit so einem Waldkindergarten. Komm. Nicht meckern, nicht immer meckern. Ach du, komm mal her. Hey, sie hat keine Zeit. Sie muss meckern und gucken und dies und das geht zu langsam. So, ich bleibe mindestens 10 Minuten hier sitzen. So, habe mich mal gedreht, so sieht es hinter mir aus. Wunderschön, ne? Und diese riesigen Bäume sind wirklich hoch, sind wirklich groß. Ich zeige es euch mal. Ui, wie toll ist das denn? Moos sieht so schön aus. Oh, der Hund zieht gerade, ich halte sie gerade fest. Entschuldigung. Sieht so schön aus im Sonnenlicht hier, ne? Oh, ich liebe das, wenn die Blätter so angestrahlt werden von oben. Ah, ich glaube, ich werde schon wieder gestochen. Das ist praktisch. Ja. Hört ihr das? Piep, piep, die ganze Zeit, ne? Hm. Piep, piep, passt ihr nicht, passt ihr nicht. Mädchen, Petra wollte jetzt hier Waldbaden machen. Kennen wir das? Waldbaden. Das ist ohne Piep, piep. Oh ja, guck mal, da ist auch das Territor. Also ich kann es euch sagen, gerade bevor ich die Kamera draufgehalten habe, ist noch was rausgezwitschert. Konntest du aus dem Augenwinkel noch sehen. Ich bin überzeugt, da sind noch mehr drin. Meine Güte. Ist ja langweilig, hier mit der dicken alten Frau im Wald zu hoppen.
habe ihr das jetzt versucht zu erklären, dass wir jetzt Waldbaden machen, aber da hält sie nichts davon. Das alte kleine Öschchen. Ich bleib trotzdem sitzen. Hallo? Hallihallo? Ich bleib trotzdem sitzen. Na komm, komm zurück. Oh, jetzt nimmst du wieder ganze Bäume mit. Ach du liebe Zeit, hast du es wieder geschafft? Muss ich wieder aufstehen gleich? Ach Mensch, Dümmchen du. Geh mal gucken, was du da alles mitschleppst im Wald. Genau, ich gucke mir das mal genauer an. Vielleicht geht es jetzt von selber wieder raus, die Leine, man weiß es nicht. Nein, geht nicht von selber raus, muss ich gleich wieder aufstehen. Hat sie es wieder geschafft. Es ist ganz, ganz still hier. Täubchen ruft kurz ein bisschen. Hin und wieder ein kleiner Vogelruf, aber auch das sehr selten. Keine Menschen da im Moment um die Uhrzeit. Nur ein Hund, der ungeduldig ist. Versteht sie nicht, was man hier im Wald rumzusitzen hat, wo man doch lieber rumlaufen könnte. Versteht sie nicht. Dabei ist es so schön, ne? Sich so einfach in den Wald zu setzen. Man braucht gar nichts Besonderes. Einen alten kleinen Baumstumpf oder einen Stein oder abgesägten Baum. Oh, das reicht schon aus. Ja, es ist wirklich schön friedlich hier bei uns. Tief ein- und ausatmen, ne? Das ist das Einzige, was wir jetzt machen wollen. Stress und Ärger mal loslassen, ne? Mal wieder ein bisschen Leichtigkeit ins Leben bekommen, das wäre schön, ne? Das wäre nicht schlecht. Ach, hör auf zu meckern. Brinchen, komm zu Petra. Komm, mein Mädchen, komm. Jetzt hast du gleich den Ast wieder eingekesselt. Ja, wir gehen jetzt gleich, ja? Wir gehen jetzt gleich. Komm mal her. Komm mal her, wir gehen doch jetzt sofort, ja? Ich stehe jetzt auf, ich packe meine Matte ein. Okay, ich stehe auf. Guck mal, da an diesem wachsen diese Pilze, diese Baumpilze, an der abgesägten Birke. Könnte dieser Heilpilz sein, ich bin mir nicht sicher, ich gucke nochmal nach. Hier sind auch ganz viele Feentore in den Bäumen drin. Das sind interessante Bäume, die hier... Kam jetzt gerade ein junger Mann mit einem... Auch so einen mittelgroßen Hund, ein bisschen größer als sie. Und wir haben schon, waren kurz an der Leine, also auch an der kurzen Leine, so müsste ich sagen. Der andere Hund auch, alles gut. Aber der wurde sofort böse. Also nur auf der anderen Seite vom Weg wurde der schon böse. Und das hat sie nicht verstanden. Ne, Brinchen? Brinchen, was war das? Ach du liebe Zeit! Ja, einfach böse. Dabei wollten wir gar nicht böse sein. Ne? Wir wollten nur mal gucken. Wollten nur mal Hallo sagen. Ja. Das ist das Problem mit den Einzelhunden. Deswegen liebe ich nicht, dass man einen Hund nur hat. Ach, die sind meistens so. Oft, nicht meistens, aber manches Mal oft. Merkwürdig. Wenn man 2 oder 3 oder 4 oder 5 hat, sieht das meistens ganz anders aus. Aber das schaffe ich natürlich kräftemäßig. Und finanziell heutzutage nicht mehr. Schade eigentlich. Für einen Hund ist es schöner. Auf jeden Fall. Diese Einzelhaltung. Katzen sind für sie kein Thema. Da wird sie schnell eifersüchtig und drängelt sich dazwischen. Da arbeiten wir immer noch dran. Aber ich will nicht hoffen, dass sie schnappen würde, wenn irgendwas zu doll wird. Aber das haben unsere Hunde nie gemacht. Also das kenne ich also nicht. Eifersucht gegen... Also gegenüber den Katzen, die da sind. Ach, ich kann kaum von der Stelle kommen. Mir tut alles so weh. Ach, ich bleib alle 3 Meter stehen. Jetzt wird's warm. Über mir der Himmel mit Wölkchen. Ja, ist Sommer. Ist Sommer halt, ne? Kann man nichts dran machen. Ist halt Sommer, ne? Hier ist wieder eine Bank, Gott sei Dank. Und ich kann mich nochmal ausruhen. Dann machen wir uns gleich auf dem Rückweg. Wir waren nicht weit, aber wir waren bestimmt eine Stunde draußen. Mit allem, mit Warten und mit Sitzen und mit Meckern. Es sind ja noch Blümchen auf der anderen Seite. Ich versuche mal ranzuzwitschern, ob da irgendwas ist.
Ja, das sind, glaube ich, Blümchen, oder? Ja. Genau. Und da wächst auch ein bisschen gerade. Ah, Blümchen ist jetzt auch total von den Socken. Jetzt kam der junge Mann mit dem Hund zurück und ging seiner Strecke wohl zurück hier. Und der Hund wird wieder böse. Und Blümchen versteht die Welt nicht mehr. Ich auch nicht, Blümchen. Ich verstehe sowas auch immer nicht. Kein Sozialverhalten, ne? Blümchen hat Interesse an Hunden, aber ich bin mir nicht sicher, welche Art Hunde, ob sie alle mag. Naja. Wir haben keine Gelegenheit, das groß zu probieren, denn allen Hunden, die wir hier unterwegs begegnen, oder ja, allen eigentlich, ja, alle sind irgendwie komisch, wollen nicht mal gucken, man darf auch nicht mal als Hund mal eben gucken, wollen die nicht. Sind alle eigen oder böse werden sie. Es ist schon so komisch, ne? Meine waren da ja immer anders. Die blieben stehen und guckten erstmal und dann waren die immer, egal was gekommen ist, es war gut. Nur wenn die anderen ihnen böse kamen, ne, dann konnten die auch mal die Zähnchen zeigen, meine anderen. Aber von sich aus nicht ein einziges Mal. Sie auch nicht. Sie ist im Gegenteil. Sie ist interessiert, sie fiebt und will hin, will gucken. Ja, sie versteht die Welt nicht. Naja, das ist das mit diesen Einzelkindern, ne? Das ist das Problem. So, ich bin gleich auf dem Rückweg und dann weiß ich noch nicht genau, ob ich heute am Basteltisch gehe. Das werde ich gleich noch entscheiden. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.